Heute geht es darum, warum ihr stinkend faul seid und warum sich Boomer darüber so abfacken. Los geht's! Und damit moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ah ja, Leute, das Internet brennt mal wieder wegen dieser beschissenen, faulen Jugend. Vor einiger Zeit ist auf TikTok nämlich ein Video viral gegangen, was dafür gesorgt hat, dass bei allen Boomern vor Wut die Jack Wolfskin-Jacke geplatzt ist. Und zwar dieses hier von Brielle Azero, die über ihre aktuelle Lebenssituation und ihren Job gesprochen hat. Just being so dramatic and annoying, but this is my first job, like my first 9-to-5 job after college. I get on the train at 7:30 and I don't get home till like 6:15 earliest. The 9-to-5 schedule in general is crazy. I don't have time for anything and I'm like so stressed out. Und dabei ziemlich aufgelöst war und geweint hat und gesagt hat, dass sie das alles nicht mehr kann. Die sagt, das ist ihr erster 9-to-5 Job nach dem College. Die muss halt jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurück pendeln, weil sie sich nicht leisten kann, direkt an der Arbeitsstelle zu wohnen. Sie steigt halt um 7:30 Uhr in den Zug und ist frühestens um 18:15 Uhr zu Hause. Frühestens. Wenn sie zur Arbeit laufen könnte, wäre das kein Problem. So schwierig, weil sie so für nichts mehr Zeit am Tag hat. Weder für Kochen, noch für Sport, noch für Freunde treffen. Sie geht duschen, sie isst Abend und dann fällt sie ins Bett und am nächsten Tag geht's weiter. Und sie sagt, das hat auch per se jetzt nichts mit ihrem Job an sich zu tun, sondern sie hinterfragt das ganze Konzept 9-to-5. Sie sagt, wenn sie Homeoffice machen könnte und nicht so lange pendeln müsste, dann wäre sie halt schon um 5 Uhr zu Hause und fertig. Sie sagt, wenn sie aufsteht, ist es dunkel, wenn sie nach Hause kommt, ist es dunkel und wie können Leute bei sowas überhaupt noch Freundschaften haben? Daraufhin sind alle Boomer komplett ausgerastet und haben sie fertig gemacht. Ja, komm erstmal in der richtigen Welt an. Ich habe seit 30 Jahren kein Tageslicht gesehen und hat's mir geschadet? Ja. Vorneweg möchte ich kurz hier einmal klarstellen, es geht nicht um einzelne bestimmte Berufe. Ich weiß, Leute in der Krankenpflege oder im Schichtdienst haben noch viel beschissenere Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen, deshalb großen Respekt an euch auf jeden Fall. Es geht ja auch nicht darum, dass man sagt, oh, ah, diese Arbeit ist so anstrengend, ich kann das alles nicht mehr. Sie sagt ja selber, dass das nichts per se mit ihrem Job an sich zu tun hat. Es geht darum, wie viel man von seinem Leben für seinen Job opfern möchte. Und ob das sinnvoll ist. Dieses Video hat Millionen von Aufrufen bekommen, alle sind komplett ausgerastet und es wurde so viel darüber online berichtet. Die Bild-Zeitung hat darüber was geschrieben, der Stern, der Fokus und auch international The Sun oder das Rolling Stone Magazine. Und natürlich Faktastisch. Vielen Dank für die Berichterstattung. Alle haben darüber berichtet und der Tenor ist eigentlich immer relativ gleich. Ja, oh, die Gen Z möchte nicht arbeiten, sie ist so faul. Herzlich willkommen in der richtigen Welt, liebe Kinder. Denn hier bekommt man nichts geschenkt. Also außer man hat reiche Eltern, dann erbt man schon sehr viel. Kurze Definition, damit ihr Bescheid wisst. Die Gen Z ist offiziell definiert von 1995 bis 2012. Das sind in Deutschland ungefähr 13 Millionen Menschen. Und hey, ich gehöre auch zu den Cool Kids. Slay. Wenn man sich aber mal die Berichterstattung über dieses eigentlich wichtige Thema anguckt, wird sich aber nur darüber lustig gemacht, wie die jungen Menschen darauf reagieren. Eigentlich steckt da noch viel mehr hinter, darauf gehen wir gleich ein. Gebt euch aber bitte erstmal die Reaktionen dazu. Der Artikel der Welt fängt zum Beispiel an mit den Worten: Die Generation Z ist bekannt für ihre eigensinnige Einstellung zur Arbeitsmoral. Ist sie das? Eine Influencerin mit dem Usernamen BrielleBelly123, deren Video gerade auf der Plattform TikTok viral gegangen ist, untermauert dieses Klischee nun. Eigensinnige Arbeitsmoral, ja, im Leben noch was anderes machen wollen, außer zu arbeiten. Das ist wirklich völlig eigensinnig. Und ein wahrer, wunderbarer Schatz sind wirklich die Kommentare unter diesen Artikeln. Moment, irgendwo habe ich in meinem Blaumann noch ein Taschentuch für dich. Muss ja übel sein, wenn man feststellt, dass man nicht gleich CEO wird, man doch keine Prinzessin ist und nicht auf ewig von Papas Geld leben kann. Willkommen in der echten Welt. Moment, ich bin gar keine Prinzessin. Ich gehe um 6 Uhr aus dem Haus, fahre eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit, arbeite dann je nach Arbeitsumfang 8 bis 10 Stunden, dann fahre ich wieder eine Stunde nach Hause. Zwischen 17 und 19 Uhr ist dann Feierabend. Das mache ich so seit 25 Jahren und komischerweise habe ich trotzdem noch Zeit für Freunde und Freizeit. Die junge, komplett überlastete und gestresste Generation Z kann einem da wirklich leid tun. Er hat 10 Stunden gearbeitet, um 19 Uhr Feierabend, fährt eine Stunde nach Hause und chillt dann erstmal mit seinen Freunden und macht ein bisschen Freizeit. Um es mit den Worten von Kirsten zu sagen, wahrscheinlich kocht zu Hause die Frau Gunther S. Und die Wäsche macht sie auch noch. Warum das ein wichtiger Faktor ist, dazu kommen wir später auch noch. Herzlich willkommen in der echten Welt, du Einzelkind. Hubschrauberlandeplatz. Was? So ist das halt, wenn eine verwöhnte und ziemliche realitätsferne Generation in der Realität ankommt. Mir kommt es fast so vor, als erscheint jetzt eine Generation von Generalversagern auf der Bildfläche.
Ja, danke, Jörg. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wie kommst du geschneit? Auf TikTok zu posten, für nichts anderes gescheit. Ja, es ist irgendwie nicht so ganz verwunderlich, dass diese Kommentare alle von Boomer-Namen wie Jörg, Peter und Günther geschrieben wurden, ne? Diese scheiß Gen Z, die glücklich sein möchte im Leben. Ich bin seit 30 Jahren nicht glücklich und hat's mir geschadet? Ja. Vor allen Dingen sind das ja alles irgendwelche Familienväter, die da ihre Wut ins Internet kommentieren. Was ist denn los mit euch? Geht doch, keine Ahnung, euer Kind umarmen und dem mal sagen, dass ihr stolz auf das seid. Klasse, ach, da freue ich mich. Ja, ja, die alten Leute schimpfen über die Jugend. Es ist nichts Neues, ne? Aber es geht ja jetzt hier um sehr grundsätzliche Fragen. Wollen wir so weiterarbeiten und leben, wie das aktuelle System ist? Oder möchten wir daran was verändern? Denn dieses Video spricht eigentlich ein paar sehr gute Punkte an, wo ich vollkommen nachvollziehen kann, dass viele Menschen sagen, ey, die würde ich eigentlich schon gerne ändern. Dass man sich bei diesem Trott aufstehen, arbeiten, nach Hause kommen, für nichts mehr Energie haben, ins Bett fallen und am nächsten Tag wieder. Dass man sich bei so einem Lebensstil nach Monaten oder Jahren völlig fertig und ausgelaugt fühlt, ist doch auch nicht verwunderlich, oder? Wenn man sich mal die Burnout-Statistik in Deutschland anguckt, hat sich die in den letzten 15 Jahren verzehnfacht. 10-mal mehr so viele Menschen wie vor 15 Jahren haben Burnout-Erkrankungen. Ja, scheiß Gen Z, immer nur am Rumheulen und Jammern, ne? Diese Leute, die hier in der Statistik auftauchen und am Burnout erkrankt sind, das ist nicht die Gen Z-Generation. Das sind die, die sich über die aufregen. Und auch ein anderer Punkt, den sie anspricht, ist sehr wichtig. Dass sie sagt, ey, ich stehe morgens auf und es ist dunkel und ich komme abends nach Hause und es ist immer noch dunkel. Winterdepression ist ein wirkliches Thema. Das heißt nicht, dass man dann automatisch depressiv wird, nur weil es Winter wird, sondern dass ein trübes Wetter und langanhaltende Dunkelheit mit wenig Vitamin D bei einigen dazu führen kann, dass das Risiko für Depression steigt. Wenn man also eh schon anfällig für Depressionen ist, dann ist sowas, so ein Lebensstil in der Dunkelheit, nicht geil. Und auch ein weiterer Punkt ist dabei wichtig, dass sie sagt, ey, ich habe eigentlich gar kein Problem mit meiner Arbeit, ich mache das gerne, aber ich muss jeden Morgen eine Stunde hin und ich muss jeden Abend eine Stunde zurück, weil sie es sich nicht leisten kann, näher an der Arbeit zu wohnen, weil die Mieten in der Stadt halt so teuer sind. Für viele Haushalte ist die Miete halt eben die größte Ausgabe. Und wenn man sich die Mietpreisentwicklung in den letzten Jahren anguckt, gibt es nur eine Richtung, nämlich steil nach oben. Die Mieten werden in deutschen Großstädten halt immer teurer und in Amerika ist das genauso. Ey, ich kenne Leute, die in London ein WG-Zimmer haben und dafür über 1000 Pfund zahlen. Wenn du dir das aber nicht mehr leisten kannst, in der Stadt zu wohnen, musst du halt weiter außerhalb wohnen und dann lange pendeln. Das ist Lebenszeit, die dir verloren geht, die dir keiner mehr zurückgeben kann und die dir auch nicht bezahlt wird. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück, 5 Tage die Woche, sagen wir 46 Wochen im Jahr ungefähr, dann sind das pro Jahr 19 ganze Tage nur fahren. Wenn man das mal hochrechnet auf ein durchschnittliches Arbeitsleben von 40 Jahren, sind das 670 Tage. Also 2 Jahre nur fahren, weil du es dir nicht leisten kannst, näher dran zu wohnen. Ich kann prinzipiell nachvollziehen, warum man das scheiße findet. Und sie sagt ja auch, ey, wenn ich Homeoffice machen könnte, ich wäre sofort zu Hause, kein Problem. 2 Jahre deines Lebens fahren. Ah, big uff. Wenn man sich ernsthaft mal mit diesem Thema beschäftigt und weiter recherchiert, fällt einem immer ein Grundtonus auf, nämlich, dass die Gen Z nicht faul ist, aber fordert. Die haben schon Bock zu arbeiten, auch richtig und auch viel zu arbeiten, aber die haben halt gewisse Ansprüche an den Job. Nämlich in einem Beruf und in einem Rahmen, der sie persönlich glücklich macht. Und diese Generation hat halt auch einfach andere Prioritäten als, boah, ich liebe meinen Job, ich möchte da jeden Tag 24 Stunden sitzen. Für die sind vor allen Dingen Werte wie Familie, Freiheit oder Gerechtigkeit wichtig. Das ist ja völlig absurd. Ich habe in 30 Jahren Arbeitsleben meine Kinder insgesamt 9-mal gesehen. Und hat's denen geschadet? Ganz oft stößt man auch auf ein bestimmtes Thema, nämlich auf die 4-Tage-Woche. Ja, viele haben halt in der Corona-Pandemie gemerkt, dass das eigentlich ganz geil ist, wenn man nicht 5 Tage die Woche 9-to-5 in einem Großraumbüro knechten muss. Und laut dem Spiegel sind der Gen Z Faktoren wichtig wie Flexibilität, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und ein Arbeitgeber, der Verantwortung für die Gesellschaft übernimmt. Wie gesagt, die haben schon Bock zu arbeiten, die haben nur andere Prioritäten. Sein Leben lang an einem Computer irgendwelche Excel-Tabellen ausführen, nur damit reiche Menschen noch reicher werden, bockt halt nicht so. Und dann kam ein wunderbares Zitat von einem Experten im Spiegel. Generationenexperte Gründinger kann die Aussagen der Unternehmer nicht nachvollziehen. Arbeitgeber behaupten oft, die junge Generation sei faul, inkompetent oder verwöhnt. Dabei wollen die meisten nur ein ganz normales, faires Gehalt, sagt Gründinger. Deswegen, so glaubt der Experte, sagen Arbeitgeber, dass junge Auszubildende weniger leistungsbereit sind. Von den Unternehmen sei dies eine Strategie, um Arbeitsbedingungen und Löhne niedrig zu halten. Ja Mensch, das ist aber komisch. Natürlich findet man dann schwierig Mitarbeiter, wenn man keinen Bock hat, denen Geld zu geben. Ey, ihr habt hier einen mega beschissenen Job, ihr müsst richtig lange knechten, aber ihr kriegt dafür auch kein Geld.
Warum will denn keiner arbeiten? Gleichzeitig kam im ZDF ein Frontalbeitrag über die Arbeitsmoral der jungen Generation und vor allen Dingen auch über Fach- und Arbeitskräftemangel. Und auch dieser Beitrag war so wunderschön. Dort kommt zum Beispiel Dieter Miesen vor. Der ist Ausbildungsleiter bei Frisch und Faust Tiefbau und er sagt Folgendes. Die Azubis im Bewerbungsgespräch bringen drei Dinge mit. Eine 5 in Mathe, eine 5 in Deutsch und eine 5 in Englisch. Und das kommt da eigentlich mit rein. Ja? Wenn du keine geeigneten Mitarbeiter findest, vielleicht ist deine Firma dann einfach kacke. Es liegt vor allen Dingen auch am demografischen Wandel. Ja, viele alte Menschen gehen jetzt in Rente und wenig junge Menschen kommen nach. Aus demografischen Gründen, also einfach nur, weil eine große Generation ausscheidet, die Babyboomer, und eine kleine, die Generation Z, nachkommt, würden wir bis 2035 7 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland verlieren. Und dann hat man natürlich das Privileg, dass man wählerisch sein kann, wenn viele Firmen Mitarbeiter suchen, aber es nur wenig freie Mitarbeiter auf dem Markt gibt. Dann kann man natürlich gucken, wo man lieber arbeiten möchte. Ja, wo gibt es vielleicht bessere Arbeitszeiten, wo gibt es vielleicht mehr Gehalt, wo sind vielleicht die Kollegen netter, wo kriege ich mehr Urlaub, wo ist vielleicht die Arbeit nicht komplett beschissen. Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Ja, wenn du für eine freie Stelle 1 Million Euro pro Jahr bieten würdest. Ich glaube, du würdest genug Bewerber finden. Man kann dann also genug gute Mitarbeiter finden, wenn man denen halt auch ein gutes Gehalt bezahlt. Die Frage der Bezahlung ist für die Jungen viel wichtiger als die Work-Life-Balance. 83% sind bereit, hart zu arbeiten, wenn der Lohn stimmt. Wenn du keinen findest, der in deinem Unternehmen arbeiten möchte, vielleicht sind die Anreize, die du bietest, auch einfach kacke. Hä? Aber wie soll ich denn dann meinen dritten Porsche bezahlen? Hä? Weiter in dem Beitrag gibt es dann ein anderes Beispiel. Maya und ihr Freund Jan schauen sich um. Sie arbeitet Vollzeit als Krankenschwester auf einer Intensivstation. Immer wenn man erzählt, man ist Krankenschwester oder Pflegekraft, dann kommt immer nur so, ich könnte das ja nicht. Ja. Wir auch nicht mehr irgendwann. Maya hat ihren Job als Krankenschwester gekündigt. Für die Zukunft hat sie klare Vorstellungen. Also mir ist wichtig von meinem Job, dass er einfach eine Sinnhaftigkeit hat, dass er mich glücklich macht, mir Freude bringt und dass ich davon leben kann. Ja. Bessere Arbeitszeiten, eine faire Bezahlung und Anerkennung, das sind die Schlüssel, um die Jobs attraktiver zu machen. Bei mir ist es in erster Linie, er muss mich glücklich machen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich beim Aufstehen schon denkt, ich habe einfach gar keine Lust mehr. Ich glaube, das sitzt ganz fest in unserer Generation drin, weil wir halt wissen, was für ein großer Teil Arbeit im Leben ausmacht. So, wenn du jeden Tag 8 Stunden arbeitest, plus Hinweg, plus Rückweg, dann sind das mehr als ein Drittel deines Tages. Jeden Tag. Und ich glaube, wir haben bei ganz vielen Erwachsenen, Eltern, Verwandten, Bekannten gesehen, wie beschissen das ist, wenn du jeden Tag auf Arbeit gehen musst und absolut gar keinen Bock darauf hast. Es gibt nicht umsonst klassischen Boomer-Humor wie diese ganzen WhatsApp-Memes mit oh, endlich ist wieder Wochenende, oh nein, schon wieder Montag. Stell dir vor, du würdest ein Drittel deines Tages nicht mit was verbringen, was du komplett beschissen findest. Das ist doch vielleicht gar nicht so viel verlangt, oder? Also die Leistungsträger Mitte 40 oder 50, die fordern ganz genauso Mobilarbeit, aber da fällt es halt nicht so auf. Aber es ist eigentlich die Arbeitswelt, die sich geändert hat. Die Wahlarbeitszeit selbst bestimmen zu können, mehr Einfluss selbst ausüben zu können. Das ist das, was heute gefragt ist. Und das ist auch das, was junge Leute heute einfordern. Ach ja, hupsi. Man kann sich ja auch schlecht über sich selber aufregen. Das wäre irgendwie doof. Xenia hat gerade ihre Ausbildung zur Verkäuferin beendet. Der Job mache ihr Spaß. Aber sie arbeite eben, um zu leben und nicht andersherum. Tatsächlich bin ich jetzt auf Teilzeit runtergegangen, also auf die 4-Tage-Woche. Ich bin dadurch auf jeden Fall viel erholter. Ich bin wesentlich ansprechbarer, sage ich jetzt mal, und komme mit mehr Energie zur Arbeit. Das hilft mir ungemein und ich kann mich dann auch in meiner Freizeit um Dinge und Ziele kümmern, für die ich vorher nicht die Zeit hatte. Ja, Mensch, ey, das klingt ja fast wirklich nach Lösungen für das Problem, was auch das Mädel aus dem TikTok-Video angesprochen hat. Die 4-Tage-Woche ist ein ganz, ganz großes Thema und wird sehr oft diskutiert, dass man halt eben nicht nur 5 Tage arbeitet, sondern nur 4 Tage. Es gibt verschiedene Modelle, manchmal bekommt man weniger Gehalt, manchmal wird die Arbeit auf andere Tage verteilt, manchmal arbeitet man aber auch nur weniger für gleiches Gehalt. Dazu wurde zum Beispiel in Großbritannien eine Studie gemacht mit Unternehmen, die das ausprobiert haben und das Ergebnis. Die Mitarbeiter sind ausgeglichener, gesünder und die Produktivität hat sich erhöht. Leute haben weniger Schlafprobleme, fühlen sich weniger gestresst und haben mehr Zeit für ihre Kinder und Verwandte.
Ja, aber denk doch hier einer mal an den Chef und die Aktionäre, hä? Du arbeitest ein bisschen weniger und dadurch geht's dir besser und du kannst bessere Arbeit abliefern, die on the long run auch produktiver ist. Ich glaube, es gibt auch viele von euch da draußen, die das kennen, die auf Arbeit sitzen und sich denken, boah, ich habe nichts mehr zu tun, aber ich kann jetzt nicht nach Hause gehen, weil wir haben noch 2 Stunden. Wie geil wäre das, wenn das einfach nicht mehr so der Fall wäre? Wie viel mehr Bock hätte man auf seinen Job? Und die Studie hat sogar Gegenteiliges für längere Arbeitszeiten gezeigt. Im Umkehrschluss habe sich auch gezeigt, je länger die Arbeitszeit, desto geringer die Produktivität und desto höher auch das Unfallrisiko in manchen Branchen. Du förderst aktiv Arbeitsunfälle damit, dass du einfach länger arbeitest. Komisch. Eine Umfrage in Deutschland sagt, mehr als 75% aller Berufstätigen in Deutschland fänden eine 4-Tage-Woche eigentlich ganz geil. Mensch, aber das ist ja nicht nur die Gen Z, das sind ja auch die Boomer und alle anderen. Sind denn plötzlich alle faul geworden? Ich verstehe das alles nicht mehr. Ich dachte, die Jüngeren heulen nur rum und die Älteren wollen alle ackern, bis sie tot sind. Vielleicht, wenn das so viele positive Effekte hat und die Menschen das auch wollen, vielleicht findet man dann als Unternehmen so auch viel bessere und mehr Arbeitskräfte. Vielleicht sind Menschen gar nicht fauler geworden oder so. Vielleicht ist das einfach nur ein Wandel. Manche Firmen gehen den mit und manche nicht. Und die haben dann Pech gehabt. Und das sagt die eine Dame aus dem Bericht auch. Es gibt genügend Jobs oder genügend Arbeitgeber, die nach Leuten suchen. Dann gehe ich halt irgendwo anders hin, wenn es mir nicht passt. Wenn man dann jeden Morgen aufsteht und sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Das hat alles gar keinen Sinn und ich möchte das eigentlich nicht. Warum quält man sich dann? Einfach glücklich sein wollen im Leben. Ach du Scheiße. Cringe. Neben der 4-Tage-Woche gibt es aber noch einen weiteren wichtigen Faktor. Denn das Mädel hat auch gesagt, ey, sie kommt nach Hause, sie kann nur duschen, essen, kann nicht mal mehr kochen und hat keine Kraft mehr für irgendwas. Viele Leute, die sich über sowas aufregen, kommen aus einer Welt, wo nur eine Person in dem Haushalt gearbeitet hat. Die andere Person, meistens die Frau, ist zu Hause geblieben und hat sich um den Haushalt gekümmert. Ist dann schon ein bisschen entspannter, wenn man nach Hause kommt von der Arbeit und nichts mehr machen muss. Oder du kommst nach Hause nach einem langen Arbeitstag, es ist dunkel und du musst kochen, Wäsche waschen, Geschirr spülen, den Müll runterbringen, das Bad putzen. Kein Wunder, dass keiner mehr in unserer Generation bügelt. Wer soll das denn noch machen? In immer mehr Familien arbeiten halt beide Partner. Natürlich ist dann viel weniger Zeit für irgendwas. Es gibt also sehr, sehr viele Gründe dafür zu sagen, ey, es läuft einiges schief in der Arbeitswelt, vielleicht könnte man da irgendwas verbessern. Damit wir alle nicht irgendwann mit Burnout zu Hause sitzen und unsere Kinder hassen und unseren Job und den Montag sowieso. Und dann habe ich mich noch was sehr Grundsätzliches gefragt in der ganzen Debatte. Es wird ja immer gesagt, ja, das war ja bei uns auch so, habt euch mal nicht so. Aber das heißt ja nicht, dass es bei denen damals geil war. Ich meine, wenn jemand sagt, ey, das ist irgendwie beschissen und jemand anderes sagt, ja, das war bei mir auch so, dann heißt das ja nicht, dass das so bleiben muss. Ich meine, man kann ja auch was ändern wollen. Ja, junge Menschen kommen jetzt ins Arbeitsleben, sehen das Konzept und hinterfragen das einfach. Ich meine, das gehört doch zum Erwachsenwerden dazu, sich die ältere Generation anzugucken und sich zu fragen, was können wir vielleicht besser machen? Und was möchten wir vielleicht besser machen, damit wir auch nicht so ganz werden wie die da? Diese faule Jugend, ich habe jahrelang als Kind in den Säureminen gearbeitet und die wollen das jetzt nicht mehr tun. Eigentlich wäre es doch viel cooler, wenn erwachsene Menschen da sitzen und sich sagen, ey ja, uns geht ziemlich kacke nach so einer Zeit, vielleicht möchte ich, dass es den nächsten Generationen ein bisschen besser geht. Manche haben das verstanden, manche Unternehmen werden bestimmt was ändern, die werden bestimmt weniger Probleme haben, neue Mitarbeiter zu finden, manche nicht. Die werden vielleicht pleite gehen. Ich glaube, das wird sich schon alles irgendwie geben. Der Markt regelt das schon. Nein. Und was jetzt noch absurd klingt, mehr Homeoffice, 4-Tage-Woche, ist irgendwann in Zukunft vielleicht ganz normal. Ich meine, früher gab es auch kein Wochenende und plötzlich hat man 2 Tage frei. Mensch. Aber dass so viele sich darüber aufregen, anstatt das zu hinterfragen und zu sagen, ey, eigentlich hat die einen guten Punkt, vielleicht sollten wir Sachen besser machen, kann ich nie nachvollziehen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dieser ganzen Sache. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen oder so auch in die Kommentare. Ich freue mich, das alles auf jeden Fall zu lesen. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt erstmal ein Nickerchen machen, ne? Tschüss.